Mein Deutschland, ich lebe hier auf gutem Grund. Das ist der Leitgedanke der Deutschlandstiftung Integration für das Jahr 2019. Und dieser Leitgedanke ist durchaus im doppelten Sinne zu verstehen. Ich lebe hier in Deutschland auf gutem Grund, in einem schönen Land, im Herzen des friedlichen Europas und auch ideell gesehen auf der Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Werte, festgeschrieben in unserem Grundgesetz vor 70 Jahren. Mein Deutschland, ich lebe hier auf gutem Grund. Das gilt für mich, das gilt für Sie alle, das gilt für die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Sie haben gemerkt am Eingangsapplaus, wie glücklich alle Unterstützer der Deutschlandstiftung sind, dass Sie als Ihre Schirmherren heute hier sind und später auch die Festrede halten werden. Auf gutem Grund leben natürlich auch die mittlerweile mehr als 900 Stipendiatinnen und Stipendiaten der Deutschlandstiftung und ihre fast 620 Mentoren, die sie leidenschaftlich unterstützten und immer noch unterstützen. Das ist eine großartige Leistung. Und dieser Leitgedanke gilt natürlich auch für die Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung, für Esra Küçük, die Sie zunächst als Vertreterin dieses Hauses aufs Herzlichste begrüßen möchte. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Friedländer, sehr geehrter Herr Wulff, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Stipendiaten und Stipendiatinnen, die ich gestern ja schon kennenlernen durfte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letztes Jahr, am 3. Oktober, brachte die Regisseurin Marta Gornitzka das Grundgesetz mit einem divers zusammengesetzten Chor hier vor dem Brandenburger Tor auf die Bühne. Als der Chor aus 50 unterschiedlichen Stimmen anhob, wurde mir von Neuem bewusst, welch literarisch außergewöhnlicher, gar poetischer Text das Grundgesetz ist. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das Grundgesetz ist mehr als das Fundament aller Gesetzgebung in Deutschland. Seine Wirkmächtigkeit ist nicht zu erklären, ohne auch die literarische Qualität zu würdigen. Darauf hat vor 5 Jahren Navid Kermani in der Feierstunde zum Grundgesetz hingewiesen. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine einfache, visionäre Sprache, die von allen Menschen verstanden werden will. Gleichzeitig liegt in diesen Worten aber auch eine große Fragilität. Wenn auf den Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, der Satz folgt, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. In dieser Einfachheit ebenso wie in dieser Fragilität liegt ein Auftrag auch an uns, an die Zivilgesellschaft. Diese Sätze müssen täglich neu belebt und mit Sinn gefüllt werden. Sie müssen erkämpft werden, so sagte Shermin Langhoff, die Intendantin des Maxim Gorki Theaters. Dabei sind auch gerade Stiftungen gefordert, wenn sie ihren eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden wollen. Das ist, wie wir alle wissen und wie es Theodor Heuss so treffend über die Demokratie gesagt hat, eine anstrengende Aufgabe. Auf die Poesie und gleichzeitig die Ambivalenz des Grundgesetzes hat auch Udo Di Fabio hingewiesen. Pars pro toto griff er dafür die Präambel heraus, um das Spannungsverhältnis zwischen nationaler Souveränität und einer das Nationale transzendierenden europäischen Gemeinschaft aufzuzeigen. Eine Zensur findet nicht statt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es gemerkt, Marta Gornitzka, Shermin Langhoff, Navid Kermani, Udo Di Fabio sind nicht nur Menschen, die sich mit ihren Arbeiten und Gedanken mit dem Grundgesetz beschäftigt haben, sondern auch Menschen, deren Familiengeschichten sich erst in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland geführt haben. Daran knüpft das Projekt Mein Deutschland, ich lebe hier auf gutem Grund direkt an. Liebe Gonca Türkili-Denat, vielen Dank, dass du mit diesem Vorhaben auf uns zugekommen bist, um den heutigen Festakt hier in der Allianz Kulturstiftung auszurichten. Lieber Herr Wulff,
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere kleine Stiftung, die mit den Mitteln von Kunst und Kultur für den Zusammenhalt in Europa einsteht. Ihr Projekt macht uns bewusst, dass in der Präambel des Grundgesetzes genannte deutsche Volk eben keine ethnisch homogene Gruppe ist, sondern eine vielfältige Gemeinschaft von Einzelnen, wie wir heute auch hier erleben dürfen. Es freut mich von daher ganz besonders, dass Sie, liebe Frau Margot Friedländer, als jemand, der uns daran erinnert, aus welchen Erfahrungen heraus das Grundgesetz entstanden ist, heute den Talisman im Zeichen von Vielfalt und Diversität entgegennehmen. In diesem Sinne möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen hier im Allianzforum zum Festakt der Deutschlandstiftung Integration zur Feier von 70 Jahren Grundgesetz. Herzlich willkommen. Bundespräsident AD Christian Wulff war schon viele, viele Jahre lang ein engagierter Mentor, bevor er vor 2 Jahren den Vorsitz des Stiftungsrates der Deutschlandstiftung Integration übernahm. Und einer seiner Mentees sagt über ihn: Er ist offen, er ist engagiert und er ist inspirierend. Und heute ist er Ihr Gastgeber für diesen Festakt zum Grundgesetzjubiläum 70 Jahre und möchte Ihnen jetzt einige kluge Gedanken mit auf den Weg geben. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Staatssekretäre, Staatsminister, Exzellenzen, der weitgereisteste ist der stellvertretende Umweltminister Japans, ein großer alter Freund Deutschlands, Herr Kiyoshi, Exzellenzen, Botschafterinnen und Botschafter, Stipendiatinnen und Stipendiaten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns von Herzen, dass Sie heute den Weg nach Berlin gefunden haben, um mit uns zu feiern. Margot Friedländer, über die wir heute einiges noch erfahren werden, was schwer beeindruckt, und feiern wollen 70 Jahre Grundgesetz unserer Bundesrepublik Deutschland. Mein erster Dank gilt der Allianz Kulturstiftung, dass sie uns hier beherbergt. Stellvertretend sei Herr Dr. Cedelius und eben Frau Kütschek genannt. Frau Kütschek hat gestern bereits die Herzen der Stipendiatinnen und Stipendiaten erobert, als sie verschiedene Artikel unseres Grundgesetzes wahnsinnig anschaulich dargestellt hat. Ich danke Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, nicht nur, dass Sie hier die Festrede halten, sondern dass Sie von Anfang an als Schirmfrau Ihrer Stiftung, Deutschlandstiftung Integration, immer für Rückenwind gesorgt haben. Wir hätten uns nie so entfalten können mit jetzt etwa 1000 Stipendiatinnen und Stipendiaten, mit so viel Unterstützung aus der deutschen Wirtschaft, wenn Sie nicht immer wieder sich für dieses Anliegen, verschiedene mit Ihren Anlagen, Kompetenzen und Fähigkeiten zusammenzubringen, eingesetzt hätten. Es gibt in diesen Tagen sicher mehr Anlass zur Sorge in Europa und der ganzen Welt als zu anderen Zeiten. Aber hier zu Hause sind wir ein bisschen mit mehr Einfluss ausgestattet, wie wir leben wollen, wie wir zusammenleben wollen. Und dafür können wir viel tun. Die Stipendiaten der Deutschlandstiftung sind auf jeden Fall Mutmacher. Sie sind auf jeden Fall eindrucksvolle Persönlichkeiten, die unser Land bereichern und zum Gelingen aktiv beitragen. Ich danke Herrn Dr. Matthias Döpfner, dass er die Laudatio für Margot Friedländer hält, für seine Unterstützung der Deutschlandstiftung und auch seinen Einsatz gegen Antisemitismus und für die jüdische Kultur in unserem Land, ganz in der Tradition zum Visionär Axel Springer. Die Verantwortung, die besondere Verantwortung in unserem Land von Generation zu Generation weiterzugeben. Ich danke Max Raabe, dass er sofort bereit war und keine Sekunde überlegt hat, alle Termine umzudisponieren, hier eine Hommage an Margot Friedländer am Ende nachklingen zu lassen. Und das wird sehr einfühlsam, davon bin ich überzeugt, wenn man sich die Kindheit überlegt, der 20er, 30er Jahre, und ich habe Sie ja auf 65 geschätzt, Frau Friedländer, aber ich musste mich ja eines Besseren dann vor Jahren belehren lassen,
Diese Zeit und das Berlin heute unseres Grundgesetzes, das ist ein Bogen, der unglaublich eindrucksvoll ist. Und ich gratuliere Ihnen, Frau Friedländer. Ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, Sie sind ein Leuchtturm, ein herausragendes Vorbild, eine Persönlichkeit unbeschreiblicher Größe. Ich durfte Sie 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen. Sie sind jetzt Ehrenbürgerin Berlins und Sie sind ein Glücksfall für Deutschland. Sie leben Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, Einheit in Vielfalt. Ich verneige mich vor Ihrem Engagement bis in diese Tage hinein. Ihre Vitalität, Ihre Kraft zur Vergebung, das beeindruckt schwer. Das Motto unserer Stiftung lautet relativ lapidar: Geh deinen Weg. Jeder geht seinen, jede geht ihren Weg und bekommt dabei Unterstützung von Mentoren. Das heute in einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat. Das Buch von Margot Friedländer, eines ihrer Bücher, ist tituliert »Versuche, dein Leben zu machen«. Es waren die letzten Worte ihrer Mutter 1943 im Januar, in der Zeit des NS-Terrors, der Verfolgung und Vernichtung von Millionen Menschen mitten aus unseren Reihen, mitten in unserem Land. Und aus dieser Barbarei heraus entstand unser Grundgesetz, das in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag feiert. Und Sie sind Botschafterin des Artikel 1, des vielleicht schönsten Satzes in deutscher Sprache. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Er ist die Grundlage dafür, dass ein Zusammenleben in Vielfalt und Offenheit gelingt. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ist für alle verbindlich. Und ich bin davon überzeugt, die Zukunft gehört denen, die Vielfalt annehmen, die eine multikulturelle, multiethnische und multireligiöse Gesellschaft mit Regeln gestalten, die allen ihren Raum lässt und deren Einhaltung dann auch von allen eingefordert und gegenüber jedermann durchgesetzt wird. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten sind ein großartiges Beispiel, wie wundervoll inspirierend Vielfalt sein kann, wenn sich alle an Regeln halten. Sie sind Teil unseres Landes, über die wir alle sehr glücklich sein können. Und das wollen wir als Deutschlandstiftung Integration deutlich machen mit unserer vom Bundesinnen- und Bundesjustizministerium unterstützten Kampagne Mein Deutschland, ich lebe hier auf gutem Grund. Wenn alles gut läuft, dann sehen Sie dieses Motto der Kampagne in Bussen, an Bushaltestellen, in Bahnen, in Kinos, im Sport. Ich danke auch der Deutschen Fußballliga für die Unterstützung vieler Bundesliga-Vereine mit ihren Millionen Teilnehmern in sozialen Netzwerken. Sie werden es in Anzeigen sehen. Ich danke den Verlagen Dohan und Springer für den Raum, der für Anzeigen zur Verfügung gestellt wird. Und ich wünsche uns allen eine fröhliche, aber eben auch eine nachdenkliche Feier in bewegten Zeiten und sage nun Film ab für den Spot unserer Kampagne. Heute verkündige ich das Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Heimat und Herkunft oder seines Glaubens benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hallo. Ich würde Sie jetzt natürlich gerne, hallo Herr Kawa, hallo. Ich würde Sie natürlich jetzt gerne hier mit so einem super Riff empfangen, mit so einem Gitarrenriff, aber so geht's leider nicht. Markus Kawa, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Das macht, die nennen die immer so, damit die Moderatoren sich immer zwischendurch mal einen abbrechen. Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Beide Ministerien unterstützen diese Kampagne ideell und auch ein bisschen pekuniär. Entwickelt wurde sie von der Agentur Antoni, dessen Geschäftsführer Dr. Tonio Kröger heute bei uns ist. Er hat diesen Spot mit seinen Mitarbeitern nicht nur komplett ehrenamtlich entwickelt, sondern ist auch schon seit vielen Jahren ein engagiertes Kuratoriumsmitglied der Deutschlandstiftung Integration. Und deren Geschäftsführerin Gonca Türkelin-Dehnert ist auch bei uns. Die ist dankbar für dieses ganze Engagement, denn ohne dieses freiwillige Engagement wäre sowas gar nicht möglich, oder? Ja, das ist richtig. Ohne Geld läuft nichts. Deswegen möchte ich mich erstmal bei Herrn Dr. Kerber und dem Bundesinnenministerium bedanken für die großzügige finanzielle Unterstützung. Sonst hätten wir das gar nicht auf die Beine stellen können. Ich weiß noch, wie ich im letzten Spätsommer zu Ihnen gekommen bin mit dieser Kampagnenidee. Und ich musste nicht lange werben, Sie waren sofort überzeugt. Das Gleiche gilt auch für das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Vielen Dank für die inhaltliche Unterstützung, für die Kooperation und vor allem Ausrichtung dieser heutigen Veranstaltung. Und Ihnen, Herr Dr. Kröger und Ihrem Team, von denen einige heute hier im Publikum sind, herzlichen Dank für diese Kreativleistung. Wir hatten eine Idee im Kopf und wir hatten eine Botschaft, aber Sie haben sie in Bilder gegossen. Und in so tolle Bilder, Sie haben ja an dem Applaus gesehen, wie das angekommen ist. Vielen Dank für diese ehrenamtliche Arbeit, die Sie für die Stiftung machen. Ich hätte noch eine zweite Frage. Weshalb wollten Sie überhaupt so eine Kampagne auf diese Art und Weise? Weil Sie ja schon angesprochen haben, Sie hatten schon eine Grundidee. Also es gibt natürlich zwei Gründe zu feiern. Einmal den 70. Geburtstag, da wollten wir dem Grundgesetz eine Kampagne widmen als Deutschlandstiftung Integration. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund. In Zeiten, in denen zuweilen Teilen der Bevölkerung aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Herkunft ein defizitäres Verhältnis zur Verfassung oder zum Grundgesetz oder zu unserer Werteordnung manchmal unterstellt wird, hatten wir ein ganz starkes Bedürfnis, eine Selbstverständlichkeit klarzustellen. Wir wollten zeigen, wir achten das Grundgesetz nicht nur, wir werben auch dafür als ganz selbstbewusster Teil dieser Gesellschaft. Herr Staatssekretär Kerber, Sie sind im Innenministerium zuständig für die Abteilung Heimat. Heimat und Grundgesetz, was hat das für Sie miteinander zu tun? Jede Verfassung, auch die deutsche, gilt ja immer für Menschen, die irgendwo leben. Und das Grundgesetz hat ja seinen Raum und das ist im weitesten Sinne, ist ja auch Motto dieser Stiftung, das Deutschland. Aber ich glaube, Heimat muss man weitersehen. Es gibt ja auch sowas wie eine geistige Heimat, es gibt eine emotionale Heimat. Und die Kampagne war deswegen so überzeugend, weil sie, glaube ich, etwas verkörpert, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die sich da 46, 47, 48 diese Gedanken gemacht haben, gerne gesehen hätten. Und wenn sie heute hier sein könnten, und Frau Friedländer ist Teil dieser Generation, dann würden sie das sehen, diese Vision 1948, 1949, das untergegangene Deutschland, also dieses bunte, vielfältige, heterogene Deutschland, das wir so vorschnell unter Weimarer Republik abtun. Aber diese junge Republik, die für viele ab 1919 weltweit ein Vorbild war, auch künstlerisch, Herr Rabe wird da nachher dran erinnern, dieses bunte, moderne Deutschland, dieses demokratische Deutschland wieder auferstehen zu lassen, das war Teil der Vision, die diese Männer und Frauen hatten. Und ich glaube, wenn die heute diesen Spot sehen könnten, dann wären sie zufrieden, dass diese Verfassung immer noch in der Lage ist, junge Menschen aus der ganzen Welt für dieses Land zu begeistern und sich diesen Regeln, ja, gerne anzupassen, weil sie so viel ermöglichen, dass jeder einzelne Mensch seinen Weg gehen kann. Das ist vielleicht die Kernbotschaft einer freien, einer offenen, einer demokratischen Gesellschaft, verkörpert durch das Grundgesetz. Herr Staatssekretär Billen, Justiz und Gesetze sind für viele Menschen auch eine Bedrohung. Die empfinden das jedenfalls so, so eine gefühlte Bedrohung. Frau Küçük hat vorhin angesprochen, es muss auch daran gearbeitet werden, dass diese Grundwerte in der Gesellschaft geachtet werden, implementiert werden und sich durchsetzen. Was können wir, was sollen wir Ihrer Meinung nach dafür als jeder einzelne Teil dieser Gesellschaft dafür tun?
Also ich glaube, das Grundgesetz ist nicht nur ein Gesetz, was einmal in Stein gemeißelt ist, sondern es lebt davon, dass jeder von uns jeden Tag seinen Beitrag leistet. Und Integration ist ein wesentlicher Beitrag. Und deswegen war es uns wichtig, die Geschichte, auch einzelne Artikel des Grundgesetzes in Bilder umzusetzen, in Geschichte umzusetzen, es festzumachen, auch an der Geschichte konkreter Menschen, die schon lange in Deutschland leben, die hier geboren sind, um deutlich zu machen, das Gesetz hat Einfluss an jedem Tag. Wenn es heißt Eigentum verpflichtet, dann streiten wir uns heftig darum, ob man eine Mietpreisbremse braucht oder nicht. Dann muss eine Abwägung geschehen. Wenn wir über Religionsfreiheit uns unterhalten, ist es wichtig, eben für alle Religionen die Freiheit auszuhalten. Ich glaube, dass dieser Spot, aber auch die Anzeigen vieles zum Nachdenken anregen werden, vielen auch selbstbewusst wird, sie sind ein Teil dieses Grundgesetzes. Sie haben auch eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es auch in Zukunft bei uns erhalten bleibt. Das sind kluge Gedanken, Herr Kröger. Jetzt würde ich gerne mal nach der kreativen Grundlage fragen. Was haben Sie sich denn gedacht, als Frau Tückelin-Dehner zu Ihnen gekommen ist mit Ihrer Idee? Wie nähert man sich so einem Prozess? Weil das ist ja eine ganz schöne Verantwortung, die Sie jetzt haben. Dieses Ding läuft künftig überall. In Bussen wird es zu sehen sein, im Kino, TV, in Zeitschriften. Überall wird es den Menschen im Mai begegnen. Was hat Sie dazu bewogen? Was war der kreative Dreh? Ja, erst einmal war das Spannende an der gesamten Aufgabe, dass es nicht die Aufgabe war, alleine etwas sich auszudenken zum Thema Grundgesetz, sondern das direkt mit der Deutschlandstiftung zu verbinden und dementsprechend das Thema Integration mit dem Grundgesetz zu verknüpfen. Das hat eigentlich das Spannende an der Aufgabe gemacht. Normalerweise sind zwei Aufgabenstellungen in einer Kampagne immer ein bisschen schwierig zu lösen, weil die Menschen für einfache Botschaften in der Regel empfänglicher sind. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, ganz gut diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen, indem wir tatsächlich versucht haben, Protagonisten in der Kampagne zu finden. Das wird insbesondere ja aus den eher Printmotiven deutlich, die eben tatsächlich aufgrund ihres Lebens und aufgrund ihres Berufes oder ihrer Hobbys oder ihrer Berufung am Ende des Tages für einzelne Passagen des Grundgesetzes hervorragend stehen. Und dann war es natürlich ein Glück und auch ein Geschenk, dass wir mit einem tollen Artikel 1 Frau Friedländer natürlich als auch die beste Protagonistin nach vorne stellen konnten, die letztendlich den Reigen an der Ecke eröffnet hat. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für all Ihr Engagement. Vielen Dank für den Besuch hier auf der Bühne. Das Programm geht weiter. Das heißt, ich habe eine uncharmante Aufgabe. Herzlichen Dank. So, denn jetzt widmen wir uns diesem Kunstwerk. Das können Sie nicht sehen, deswegen traue ich mich mal, es Ihnen zu zeigen, auch für die hinteren Reihen. Das ist der Talisman. Das ist der Preis, der heute von der Deutschlandstiftung Integration zum allerersten Mal hier und heute vergeben wird für besonderes gesellschaftliches Engagement im Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und dieser Talisman soll auch genau das sein. Er soll ein Glücksbringer sein. Er soll ein Kraftspender sein für die Preisträger. Sie haben es schon gehört und Sie haben es auch schon in der Einladung gelesen. Frau Friedländer wird ihn bekommen. Die Deutschlandstiftung Integration konnte sich keine bessere Preisträgerin für diesen Talisman ausdenken. Und die Deutschlandstiftung Integration konnte sich keinen besseren Laudatoren als Dr. Matthias Döpfner wünschen, weil er vertreten für den Axel Springer Verlag die Stiftung schon seit 10 Jahren aktiv unterstützt und hat schon seine lobenden Worte auch durch Herrn Wulff bekommen. Deswegen würde ich Ihnen jetzt gerne die Bühne überlassen. Liebe Margot Friedländer, verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundespräsident Wulff, meine Damen und Herren, Margot Friedländer flirtet gerne. Kokett neigt sie den Kopf schief, spitzbübisch zwinkert sie mit ihren tiefbraunen großen Augen. Ihr Lachen ist bezaubernd. Es sind dieselben Augen wie die des 8-jährigen Mädchens, dasselbe Lachen wie das des 8-jährigen Mädchens, das auf einem Foto des Jahres 1929 in die Kamera lächelt. Ich sehe auch heute noch in Margot Friedländers Gesicht und ich sehe ein junges, waches, neugieriges Gesicht. Insbesondere dann, wenn Margot Friedländer mir das dritte Stück Bitterschokolade von Lederach anbietet und mich dabei anguckt mit einem Blick nach dem Motto,
Na, junger Mann, jetzt tun Sie mal nicht so schüchtern. Darf ein 56-jähriger Laudator mit einer 97-jährigen Preisträgerin flirten? Ich finde, ein bisschen schon. Versuche, dein Leben zu machen, ist der Titel ihrer Autobiografie. Versuche, dein Leben zu machen, das ist der letzte Satz ihrer Mutter, den sie ihrer Tochter auf einem Zettel 1943 hinterlassen hat, bevor sie zusammen mit Margots jüngerem Bruder nach Auschwitz deportiert und von den Nazis ermordet worden ist. Margot Friedländer hat ihr Leben gemacht und das ist ein Wunder. Und es ist ein Wunder und ein Geschenk, dass Margot Friedländer trotz allem heute lachen kann. Am 5. November 1921 wurde sie als Margot Bentheim in der Lindenstraße 43 geboren. Die Lindenstraße heißt heute Axel-Springer-Straße, die Nummer 43 steht immer noch. Ein einfaches Mietshaus mit Hinterhaus, die schmucklose Fassade in schmutzigem Ocker sehe ich jeden Tag, wenn ich mein Büro betrete, auch aus dem 18. Stock, aus unserem Konferenzraum heraus. Seit Jahren sehe ich dieses Haus, aber seit kurzem erst weiß ich, dass ich eine seiner ehemaligen Bewohnerinnen und ihre Geschichte schon seit langem kenne. Und seitdem sehe ich anders auf dieses Haus. Dieses Haus spricht von einer Geschichte, die viele von Ihnen kennen. Margot Friedländers Geschichte, ihre unbeschwerte, erst langsam vom Aufstieg der Nazis beschattete Kindheit in Berlin, den gescheiterten Emigrationsversuch und den Verlust von Mutter und Bruder. Vor allem die Zeit im Untergrund. 15 Monate lebt Margot Friedländer bei 16 verschiedenen Familien, die ihr Leben riskieren, um ein anderes Leben zu retten. Sie lässt sich die Haare tizianrot färben, die Nase operieren, um, wie sie selbst sagt, weniger jüdisch auszusehen. Sie erlebt in dieser Zeit alltägliche Todesangst, aber auch große Menschlichkeit. Vielleicht ist das die entscheidende Erfahrung, die auch die spätere Rückkehr nach Deutschland erklärt. Margot Friedländer hat in den Jahren der Verfolgung neben den Nazis auch die andere Möglichkeit des Deutschseins erlebt. Es war eben nicht alternativlos im Zeichen der faschistischen Ideologie, Rassist zu werden und aus Hass Menschen zu ermorden oder aus Opportunismus deren Ermordung zu erdulden. Es ging auch anders. Es gab auch Deutsche mit Zivilcourage. Es gab auch Menschlichkeit. 1944 wird Margot Friedländer dann von jüdischen Greifern auf der Straße gestellt und in das KZ Theresienstadt deportiert. Diese Erfahrung gehört, wie Sie mir gesagt haben, zu Ihren dunkelsten, dass ausgerechnet, so haben Sie es formuliert, die eigenen Leute, Juden es waren, die mich und viele andere Juden verraten haben, das konnte ich nicht fassen. In Theresienstadt überlegt Margot Friedländer wie durch ein Wunder, trifft den großen Rabbiner Leo Beck wieder, der im KZ Reden hält und als Seelsorger arbeitet, um die Verzweifelten zu trösten. Und der nach dem Krieg den berühmten, bitteren Satz sagt, die Geschichte des deutschen Judentums ist definitiv zu Ende. Ein Satz, den Margot Friedländer viele Jahrzehnte später mit ihrem Handeln widerlegt. Im KZ trifft sie auch Adolf Friedländer wieder, den sie Jahre zuvor beim Jüdischen Kulturbund in Berlin kennengelernt hat. Noch im befreiten, aber für einige Zeit weitergeführten Lager heiraten die beiden. Für Romantik war im Angesicht des täglichen Leidens und Sterbens kein Platz. In ihrem Buch schreibt Margot Friedländer die sehr bewegenden Sätze: War ich in Adolf verliebt? Ich brauchte noch Zeit, um mir solche Gefühle zuzugestehen, um wieder ein Mensch zu werden. Gefühle waren für mich nur mit Schmerz verbunden, mit Erinnerungen. Adolf ging es genauso. Vielleicht brachte uns dieser Schmerz einander näher als das Verliebtsein. Die beiden emigrieren 1946 nach Amerika und leben bis zu Adolf Friedländers Tod in New York. 2003 kommt Margot Friedländer nach 6 Jahrzehnten zum ersten Mal wieder nach Deutschland in ihre Heimatstadt Berlin.
Und dann geschieht das Unglaubliche. Schritt für Schritt fasst Margot Friedländer den Entschluss, wieder nach Deutschland zurückzugehen. In das Land der Mörder ihrer Familie. In das Land der Retter ihres Lebens im Untergrund. 2010, mit 88 Jahren, beginnt sie hier in Berlin ein neues Leben. Mit einem ganz neuen Auftrag. Zeugnis ablegen von ihren Erlebnissen. Vor allem im Gespräch mit jungen Menschen, mit Schülern, Studenten. 2-3 Mal pro Woche geht sie raus und liest aus ihrer Autobiografie oder erzählt einfach von ihren Erlebnissen. Es sind ja keine Täter mehr, sagt sie. Es sind Kinder und Enkelkinder, die zweite und dritte Generation. Und ich spreche mit ihnen, damit sie dazu beitragen, dass so etwas nie wieder passiert. Immer wieder besucht Margot Friedländer auch das Haus Axel Springer, spricht dort mit den Schülern der Journalistenakademie oder bei Preisverleihungen, zum letzten Mal vergangene Woche. Wer sie in diesen Gesprächen erlebt, weiß, welche Wirkung diese Dame aus einer anderen Zeit auf junge Menschen hat. Und er sieht, wie gut es ihr selbst tut. Diese Arbeit hat mir ein zweites Leben geschenkt, sagt Margot Friedländer. Und den Zuhörern ruft sie zu, ihr tut es für euch. Ich hoffe sehr, liebe Frau Friedländer, dass wir es für uns tun. Und dass wir es auch wirklich tun. Dass wir das Erinnern an den Holocaust wirklich wachhalten. Und dass wir den nie verschwundenen, nun aber aggressiv wieder aufflammenden Rechten, Linken und Islamistischen, also von Fanatikern, ihre Religion missbrauchenden, Extremisten geschürten Antisemitismus entschlossen bekämpfen. Während ich diese Rede schreibe, sitze ich in meinem Frühlingsgarten in Potsdam und bin dankbar, wie gut es mir geht, wie sicher und beschützt das Leben meiner Generation bisher verlaufen ist. Wie anders verlief Margot Friedländers Leben. Und doch glaube ich, sie ist mindestens so glücklich wie viele, die nie in einen solchen Abgrund gesehen haben. Dass meine Generation in den letzten 7 Jahrzehnten trotz allem so sicher in Wohlstand und Frieden leben konnte, verdanken wir im Wesentlichen 2 Dingen. Den Amerikanern, das auszuführen führt jetzt zu weit, das machen wir bei anderer Gelegenheit, und dem Grundgesetz. Die deutsche Verfassung ist das wertvollste Geschenk, das die Deutschen sich selbst gemacht haben. Es hat uns ermöglicht, wieder Patrioten zu werden. Verfassungspatrioten. Und Verfassungspatriotismus ist bis heute die einzige Form von Patriotismus, die ich mir uneingeschränkt zu eigen mache. Die Verfassung nämlich schützt uns vor uns selbst und vor dem, was man manchmal auch bewundernd und zu Recht manchmal auch bewundernd, aber manchmal eben auch nicht den gesunden Menschenverstand nennt. Die Verfassung sorgt dafür, dass das Recht immer über dem Gefühl steht und dass das Recht den Schwächeren schützt und die Menschenwürde in Freiheit. Das Grundgesetz ist das Fundament eines toleranten und weltoffenen Landes, in das Margot Friedländer wieder zurückkehren konnte und wieder zurückkehren wollte. Letzte Woche saß ich mit Margot Friedländer in ihrer schönen kleinen Wohnung direkt am Townziehen, direkt gegenüber vom KDW. Auf dem Balkon liegt ihre schwarze Katze Lisa. Unter dem Balkon ist ein Spielplatz, das Fenster steht auf. Kinder jauchzen und lachen dringt in die Wohnung, während wir über das Überleben des Holocaust sprechen. Auf dem Tisch liegt das Notizadressbuch von Margot Friedländers Mutter neben einer Bernsteinkette, die sie heute tragen, das Einzige, was der Tochter von der Mutter geblieben ist. Während wir sprechen, fasst sie immer wieder den gelben Stoff des Judensterns an, der einst auf ihrem Mantel genäht war und jetzt neben dem Notizbuch ihrer Mutter liegt. Irgendwann frage ich, wo sie eigentlich wirklich am liebsten leben möchte. Und ohne eine Sekunde zu zögern, sagt Margot Friedländer, in Deutschland. Woher nimmt Margot Friedländer diese Kraft und positive Energie zur Versöhnung und zur aktiven Zeitzeugenschaft? Geprägt
von größtmöglicher Barbarei im Konzentrationslager und mutigster Menschlichkeit im Untergrund, hat Margot Friedländer eine Haltung entwickelt, die gerade in diesen wieder so wütend polarisierten Zeiten jedem Vorbild sein kann. Ich bin noch nicht fertig mit Deutschland, sagt sie. Ich glaube, es ist wichtig, Menschen entgegenzukommen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Liebe Margot Friedländer, ich gratuliere Ihnen zu dem Talisman-Preis der Deutschlandstiftung Integration und ich verneige mich vor Ihrem Lebenswerk, das noch lange nicht zu Ende ist. Danke. Nimmt den Preis und verwahrt ihn kurz. Und Frau Friedländer hat auch eine kleine Rede vorbehalten. Ich bin natürlich enorm berührt und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe zwar meine Rede aufgeschrieben, aber als erstes möchte ich mich wirklich bedanken. Es ist unglaublich für mich, das zu erleben. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Wolf, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, liebe Frau Merkel, lieber Herr Döpfner, als ich am 8. Mai 1945 am offenen Tor des Ghettos Theresienstadt stand, hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht denken können, dass ich eines Tages in die Stadt zurückkehren würde, die ich als Jüdin verlassen musste und die ich eigentlich nie wieder betreten sollte. Aber Folgendes hat sich ereignet. Als meine Mutter und mein Bruder im Januar 1943 im einen Transport nach dem Osten verschleppt wurden, gelang es mir, in Berlin unterzutauchen. Ich war vom Januar 43 bis April 44 versteckt. Ein Jahr und drei Monate haben mir total fremde Menschen geholfen. Sie haben nicht weggesehen, sie haben etwas getan, das auch ihren Kopf hätte kosten können. Sie waren Menschen. Sie waren mein Talisman. Nachdem ich 1944 geschnappt wurde, hatte ich großes Glück, nach Theresienstadt zu kommen und dort durch meine Arbeit im Glimmer bleiben zu können. Am 8. Mai wurde ich dort befreit. Nach der Befreiung habe ich Adolf Friedländer, den ich aus Berlin kannte, und 1945 in Theresienstadt
wieder getroffen hatte, noch in Theresienstadt geheiratet. Wir emigrierten, nachdem wir ein Jahr in einem DP-Lager waren, 1946 in die USA. Nach seinem Tod 1997 habe ich einige Jahre später angefangen, meine Erlebnisse aufzuschreiben. 2002 hatte ich schon mehr als anderthalb Jahre geschrieben, als ein Filmemacher von meiner Geschichte hörte. Seine Worte waren es, mit mir nach Berlin zu fahren und dort, wo alles geschehen war, einen Teil eines Dokumentarfilms über mein Leben zu drehen und den anderen Teil in New York, wo ich lebte. Nach 57 Jahren in den USA kam ich im Mai 1903 zum ersten Mal wieder nach Berlin und auf Einladung der Senatskanzlei zusammen mit dem Filmmaker Thomas Halaczynski ging ich nach meiner Ankunft spazieren. Ich konnte es nicht glauben. Ich fühlte mich wieder als Berlinerin und sagte zu ihm, ich bin so froh, in einer so schönen Stadt geboren zu sein und dachte, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich es mir überlegen, zurückzukommen. Im August 2003 drehten wir 3 Wochen in Berlin, danach noch eine Zeit in New York. 2005 lud Nicola Gallina, die Direktorin des Jüdischen Filmfestivals in Berlin, den Film mit dem Titel Don't Call It Heimweh als Eröffnung ein und wurde dank André Schmitz, damals Chef der Senatskanzlei, im Roten Rathaus mit großem Erfolg gezeigt. Als ich wieder nach New York zurückflog, sagte André Schmitz zu mir, schreibe doch mal etwas in deiner Muttersprache, wo ich doch vorher auf Englisch geschrieben hatte. Zurück in New York begann ich mein Buch zu schreiben. Zum Titel wurden die Worte meiner Mutter hinterlassen hatte, als sie sich selbst der Gestapo gestellt hatte, um mit meinem Bruder, der schon vorher verhaftet wurde, zu gehen. Versuche, dein Leben zu machen. Das Buch, das Marlin Schwertfeger als Co-Autorin mir half, in Buchform zu bringen, kam 2008 bei Rowohlt raus. Als das Buch 2008 erschien, hatte ich noch in New York lebend sofort viele Einladungen erhalten, um in Deutschland Lesungen zu geben. Ich reiste in viele Orte, las in Schulen, Buchläden und Organisationen und hatte so große Anerkennung gefunden, man hat mich gehört und verstanden, was ich sagte. Im März 2009 erhielt ich von der Einhard-Stiftung in Seligenstadt den Einhard-Preis als beste Autobiografie. Danach habe ich mich im Juli 2009 entschlossen, für 7 Monate zur Probe nach Berlin zu kommen. 2010, 7 Jahre, nachdem ich zum ersten Mal wieder in Berlin war, mit dann 88 Jahren und 64 Jahre in New York lebend, löste ich meine Wohnung in New York innerhalb eines Monats auf. Seitdem lebe ich permanent in Berlin. Ich habe es noch keine Minute bereut. Es war die richtige Entscheidung. Seit dieser Zeit spreche ich
für alle Menschen, die man unschuldig umgebracht hat, nicht nur für die 6 Millionen Juden. Wir sind die letzten Zeitzeugen, die zu euch sprechen. Ihr müsst diejenigen sein, die Zeugnis geben. Heute, 74 Jahre nach meiner Befreiung in Theresienstadt, lebe ich in einem Deutschland, das stolz auf sein 70-jähriges Grundgesetz sein kann. Die Würde des Menschen ist untastbar. Ich danke der Deutschlandstiftung Integration für die besondere Ehrung Talisman. Und ich danke all den wunderbaren Freunden, die ich hier habe. Liebe Frau Friedländer, ich glaube, ich darf im Namen aller Menschen hier im Saal sprechen. Sie verstehen es wirklich, Herzen zu berühren. Möge Ihnen der Talisman helfen für viele gute und gesunde Jahre. Bleiben Sie Deutschland erhalten. Ein Highlight wird das andere jagen an diesem Vormittag. Wir kommen zur großen Festrede. Sie ist schon angekündigt worden. Wir freuen uns sehr, dass die Schirmherrin der Deutschlandstiftung Integration, Frau Dr. Angela Merkel, diese Festrede halten wird. Sie ist Schirmherrin dieser Stiftung von Anfang an, also schon seit 10 Jahren. Und wenn so eine Stiftung gegründet wird, dann weiß man ja zunächst nicht, ob das Baby auch fliegen wird und ob es richtig was bringen wird. Ich glaube, diese Frage ist schon lange beantwortet. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Döpfner, sehr geehrte Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Herr Staatsminister, liebe Staatssekretäre, meine Damen und Herren, aber vor allem natürlich sehr geehrte Frau Friedländer. Auch ich gratuliere Ihnen natürlich sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Ich freue mich, dass Sie den ersten Talisman der Deutschlandstiftung Integration erhalten haben. Und nachdem wir Sie gehört haben, erübrigen sich alle Worte darüber, dass Sie ihn mehr als verdient haben. Aber ich glaube, vielleicht auch im Namen aller sprechen zu können, das, was Sie uns gesagt haben, das ist für uns Verpflichtung für die Zukunft. Und das werden wir sehr ernst nehmen. Danke. Denn es ist nun wirklich alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass Sie bereit sind, Ihre Geschichte zu erzählen. In Ihrem Buch fragen Sie deshalb auch, und ich möchte Sie zitieren, eine Geschichte habe ich. Aber diese Geschichte ist verknüpft mit dem Leiden und Sterben von vielen Millionen Menschen. Wie kann ich darüber schreiben? Sie haben trotzdem das auf sich genommen. Wie viel Kraft Sie das gekostet hat, das können wir nicht ermessen. Wir können nur Danke sagen. Danke, dass Sie ausgerechnet in dem Land, in dem Sie so viel Grausames erlebt und überlebt haben, nun so viel Gutes stiften. Denn das tun Sie, indem Sie mit Schülerinnen und Schülern über Ihre Geschichte und über das dunkelste Kapitel der Geschichte Deutschlands sprechen, über den Zivilisationsbruch der Shoah und wie es zu ihm kommen konnte. Und ganz besonders für junge Menschen sind ja Gespräche mit Zeitzeugen von unschätzbarem Wert. Und das gilt erst recht, je länger die Shoah zurückliegt. Sie sind so wichtig, weil wir nie vergessen dürfen, dass nur wer die Vergangenheit kennt und wer die Verantwortung für die Vergangenheit annimmt, auch eine gute Zukunft gestalten kann. Wir dürfen niemals vergessen, was Menschen Menschen antun können. Wir dürfen niemals vergessen, dass der Mensch imstande ist, anderen Menschen einfach das Menschsein abzusprechen.
Und deshalb braucht es Botschafterinnen der Menschlichkeit, die wie Sie, liebe Frau Friedländer, deutlich machen, und ich erlaube mir, Sie nochmal zu zitieren, es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein arabisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle Menschen. Zitat Ende. Und genau darum, liebe Frau Friedländer, geht es. Wir sind alle Menschen oder, um es mit dem ersten Satz des Grundgesetzes zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. So hielten es vor 70 Jahren die Mütter und Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland unwiderruflich fest. Die Würde des Menschen zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So formulierten sie weiter in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und daraus folgt sehr Konkretes. Vorneweg, dass über die Freiheitsrechte des Einzelnen staatlicherseits nicht einfach verfügt werden darf und kann. Es folgt daraus, dass jeder und jeder einen Anspruch auf rechtliches Gehör hat und darauf, die Bewahrung der Grundrechte auch gerichtlich zu verteidigen oder klären zu lassen, ob Gesetze und staatliches Handeln den Grundrechten entsprechen oder nicht. In diesem Sinne haben Gesetzgebung und Rechtsprechung, insbesondere natürlich durch das Bundesverfassungsgericht, in den 70 Jahren seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland die grundgesetzlich verbürgten Freiheiten immer neu präzisiert und unser Recht im Lichte des gesellschaftlichen Wandels auch fortentwickelt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Verfassungswerk sich über 7 Jahrzehnte hinweg als Grundlage gelebter Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit so sehr bewährt wie unser Grundgesetz. Technologische Revolutionen, sich wandelnde gesellschaftlich-moralische Wertvorstellungen, Kalter Krieg und Mauerfall, deutsche Einheit und europäische Integration, Globalisierung und Digitalisierung. Bei all dem diente uns das Grundgesetz stets als verlässliches Fundament unseres Zusammenlebens. Und das tut es auch heute noch. Das liegt im Verfassungstext an sich begründet, wie auch in den gelegentlichen Änderungen und Anpassungen einzelner Stellen des Grundgesetzes in den letzten 70 Jahren, nicht immer geeignet, noch von Verbesserung der sprachlichen Grundlage zu reden, aber immerhin. So haben die Bürgerinnen und Bürger in all den Jahren ihr Grundgesetz wirklich angenommen. Und im Umkehrschluss konnte das Grundgesetz seine volle Wirkmacht auch entfalten. Es ist dabei gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass mit diesem Grundgesetz und seiner Wirkmacht unser Land für Menschen, die wie Frau Friedländer während des Nationalsozialismus den Staat als gefährlichen Feind erfahren haben, zu einem Staat wurde, in dem sie sich sicher fühlen können. Dieser Staat wurde ein Rechtsstaat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt und ihnen dient, der den Menschen nicht vorschreibt, wie sie im Einzelnen zu leben haben, sondern ihnen Chancen einräumt, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das Grundgesetz schafft den Raum für die Freiheit, die der Mensch zum Menschsein braucht. Er schafft die Grundlage für die Vielfalt in unserem Land. Vielfalt, auch durch Zuwanderung, das gibt es hier im Herzen Europas schon seit Jahrhunderten. Das erleben wir nun wahrlich nicht erst seit Inkrafttreten des Grundgesetzes. Und doch erreichte die Zuwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Stufe. Zunächst fanden die deutschen Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler vor allem im Westen Deutschlands in der Bundesrepublik Aufnahme und schließlich ein neues Zuhause. Als dann ab Mitte der 50er Jahre die Bundesrepublik Deutschland mehrere sogenannte Anwerbeabkommen schloss, kamen Millionen von Arbeitskräften und Familienangehörigen in die Bundesrepublik, die sogenannten Gastarbeiter. Und ich freue mich, dass Vertreter der Familie Doan heute auch bei uns dabei sind. In der DDR kamen die sogenannten Vertragsarbeiter. Von Integration in die Gesellschaft konnte keine Rede sein. Vielmehr mussten diese Menschen dort mehr oder weniger abgeschottet von der einheimischen Bevölkerung erleben. Ich habe das erfahren mit Menschen aus Angola und Mosambik. Nach dem Fall der Mauer und Vietnam, nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges 1989-90
kamen in den 90er Jahren vor allem viele Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland. Später, ab 2015, insbesondere aus Syrien und dem Irak. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich die Einwanderungs- und Integrationspolitik unseres Landes stark gewandelt. Lange Zeit ging es wesentlich um Arbeitsmigration, Ausländerpolitik und Ausländerrecht. Und erst nach und nach rückte die Integration in den Mittelpunkt der Politik und des öffentlichen Interesses. Das war ein langwieriger Lernprozess. Und wenn Maria Böhmer heute hier mit dabei ist, dann wissen wir, wovon wir reden. Wir haben mühsam verstanden, dass und wie die Einwanderung unser Land verändert und wie sie unser Land auch noch weiter verändern wird. Und dabei haben wir gelernt, dass unser Land sowohl ein Einwanderungsland als auch ein Integrationsland sein muss, ganz besonders mit Blick auf gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen. Daran entscheidet sich wesentlich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Unser Grundgesetz erweist sich als das Programm für Zusammenhalt und Integration einer vielfältigen Gesellschaft. Es ist eine Antwort auf die Frage, wie heute über 80 Millionen Menschen mit all ihren Unterschieden gut zusammenleben können. Mittlerweile haben in Deutschland über 19,3 Millionen Menschen eine Einwanderungsgeschichte. Und deshalb freue ich mich über das großartige Zeichen, dass die Deutschlandstiftung mit ihrer jüngsten Kampagne »Mein Deutschland, hier lebe ich auf gutem Grund« setzt. Das ist genau die Botschaft, die Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte mit dieser Kampagne vermitteln. Sie sind jeweils Botschafter einzelner Artikel des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so heißt es in Artikel 1 Grundgesetz. Und wir freuen uns so sehr, liebe Frau Friedländer, dass Sie die Patin sind. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Und dafür setzt sich die Herzchirurgin Dilek Gürsoy ein. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. So heißt es in Artikel 4 des Grundgesetzes. Und dafür kämpft die Boxmeisterin Zeina Nassar. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, so heißt es in Artikel 16a. Und darauf pocht der Gastronom Dat Wong. Meine Damen und Herren, die Werte und Rechte unseres Grundgesetzes gelten für alle im Land. So verschieden wir auch sind, ob jung oder alt, Frau oder Mann, Städter oder Landbewohner, mit oder ohne Einwanderungsgeschichte, so sehr verbinden uns die Werte dieses Grundgesetzes. Mit Ihnen leben wir hier gemeinsam und um das Wort Ihrer Kampagne aufzugreifen, auf gutem Grund. Daher stehen wir auch alle gemeinsam in der Pflicht und der Verantwortung, die Werte und Grundrechte zu schützen. Das gilt ganz besonders dann, wenn wir uns Rassismus und Antisemitismus, Hass und Gewalt entgegenstellen müssen. Und zwar mit allen Mitteln, die uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt. Aber es sind zu oft auch die eher kleinen Nadelstiche, die unseren Zusammenhalt auf die Probe stellen. Das fängt bei der Wortwahl an, die mehr oder minder bewusst ausgrenzend oder diffamierend wirken kann. Nicht selten werden die Grenzen der Meinungsfreiheit auch sehr kalkuliert ausgetestet. Aus politischem Kalkül werden Vorurteile bedient. So etwas muss überall und immer auf unseren Widerspruch stoßen. Denn die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar. Unsere Verfassung bietet den Rahmen für einen guten Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ob Anna oder Aljona, Max oder Mohammed, jede und jeder muss auf Chancengerechtigkeit vertrauen können, bei der frühkindlichen Bildung, in der Schule, im beruflichen und gesellschaftlichen Leben. Das ist eine Daueraufgabe. Und ich weiß, dass Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte zu oft das Gefühl haben, trotz gleicher Qualifikation nicht die gleichen Chancen zu haben. Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Und deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung im steten Bemühen um Teilhabe auf starke Partner zählen kann. Zu diesen Partnern gehört auch die Deutschlandstiftung, die schon viele junge Menschen begleitet hat, damit sie ihren Weg
gehen konnten. Davon zeugen beeindruckende Lebensläufe als Unternehmer oder Arbeitnehmer, als Ärzte, Ingenieure oder Journalisten. Ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind. Ich grüße alle Stipendiaten und Mentoren, habe mich gefreut, dass gestern so viele neue dazugekommen sind. Herzlichen Dank und wir werden Ihnen als Erinnerung an diesen Tag unsere besondere Ausgabe des Grundgesetzes, die die Bundesregierung herausgebracht hat, noch übergeben. Und mit dem Grundgesetz in der Hand können Sie dann Ihren Stipendiatenweg gut gehen. Alles Gute für Ihren weiteren Weg. Meine Damen und Herren, 70 Jahre Grundgesetz, das ist in der Tat ein Anlass zu feiern. Denn in diesen 7 Jahrzehnten ist es immer wieder gelungen, die Werte und Rechte unserer Verfassung mit Leben zu erfüllen. Wie wertvoll dies ist, daran denken wir vielleicht nicht jeden Tag, aber das führen uns gerade auch die vielen Konflikte und Krisen rund um die Welt vor Augen. Nichts ist selbstverständlich, weder Frieden noch Freiheit, weder Sicherheit noch gleichberechtigte Teilhabe. Diese Werte müssen stets aufs Neue verteidigt und behauptet werden. Es ist mir deshalb eine große Freude, als Bundeskanzlerin aller Menschen dieses Landes mit dazu beitragen zu können, dass alle, die hier leben, gleichberechtigt an den großartigen Chancen unseres Landes teilhaben können. Herzlichen Dank. Ich sehe, die Bundeskanzlerin nimmt sich die Zeit auch für unseren musikalischen Gast. Das ist wunderschön. Wir haben damit gerechnet, dass sie vielleicht den Staatsgeschäften folgen muss. Christian Wulff hat es vorhin ja schon ein bisschen angedeutet und leider etwas verraten. Der Flügel steht hier auf der Bühne nicht ganz umsonst. Wir haben einen Überraschungsgast eingeladen für Sie, liebe Margot Friedländer. Ein Freund, der eigentlich tatsächlich nur und ausschließlich ihretwegen gekommen ist. Am Flügel nimmt jetzt Platz Ian Wegwert und begrüßen Sie ganz herzlich den Freund von Margot Friedländer, Max Rabe. Liebe Margot, verehrte Anwesende, man hat mich tatsächlich gefragt, wir kennen uns seit über 10 Jahren und sind auch mit den Jahren immer besser befreundet gewesen. Ich soll doch was Persönliches sagen, da habe ich gesagt, nein, ich singe lieber, da freut sie sich viel mehr. Jetzt haben wir den Salat, ich singe und soll vorher was sagen. Ich singe sehr kurz und ich sage auch nur was ganz Kurzes. Und zwar, dass, wenn man mit dir zusammen ist, vergisst, wie alt du bist. Ich kenne so viele in meinem Freundeskreis, oh, ich werde bald 50, oh, 60, oh, und alle jammern rum und ah, darf's nicht vergessen, ich werde bald 70. So, Margot, Max, ist das nicht verrückt? In 3 Jahren werde ich 100. So ist die Einstellung von Margot. Im Sommer fahren wir manchmal Motorboot. Und dann setzt sich irgendwann ans Steuer und gönnt den Mitreisenden 2 Minuten der Besinnung. Dann legt sie den Knüppel nach vorne und fährt Vollgas über den Wannsee. Das ist Margot. Oder vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, ihr Geburtstag fällt immer so ein bisschen mit der Operngala der AIDS-Stiftung zusammen im November. Und irgendwann sind wir dann mal zum Kapellmeister gegangen, Leute von unserem Tisch, von der Unterhaltungsband, als dann am Ende getanzt wurde. Und die haben gesagt, ja, Herr Kapellmeister, wir haben dein Geburtstagskind, die wird gleich 95. Ja, sagt der Kapellmeister, die wird ja wohl nicht mehr hier sein. Doch, da steht sie. Margot stand auf der Tanzfläche und ich hoffe, dass ich auf deiner Tanzkarte die nächsten Jahre einen Platz habe, damit wir alle wilden Partys um deinen Geburtstag herum gegen 12 Uhr weiter feiern können. Und jetzt singe ich was. Musik.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da der Jauch, den kenn ich auch. Und Job und Schmidt, Brett Pitt und Karl und Armin Müller-Stahl. Alle Leute wollen mich begrüßen, kommen auf mich zu. Heute liegt mir die Welt zu Füßen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier. Der Präsident, der mich schon länger kennt, auch wegen Grass und Lars von Trier bin ich nicht hier. Zoodirektor ohne Knut, die Queen mit Hut. Wie ich sehe, steht der Papst mit dem Dalai Lama am Buffet. Die Kanzlerin will dich begrüßen, kommt auf dich zu. Heute liegt dir die Welt zu Füßen, da bist du. Wir sind nur wegen dir hier, wegen dir sind wir hier. Von Walter Jurmann aus dem Jahr 1932 mit einem Text von Bernauer und Hüstreich. Damit wollen wir uns verabschieden. Manchmal fängt's mit einem Lächeln an, das man immer mehr vergessen kann. Doch du gingst fort und ich blieb da, du warst mir fern und nah. Und ich frage jeden, wo du bist, wo dein zauberhaftes Lächeln ist. Ich denk an dich, was auch geschieht, und sing für dich mein Lied. Mir einmal zu, kein andere Frau lacht so süß wie du. Ich will dich küssen, Ninon, erhöre mich. Du musst es wissen, Ninon, ich liebe dich. Denn mein schönster Traum auf der Welt bist du. Vielen herzlichen Dank. So, das war dann auch schon der offizielle Teil unseres Festaktes. Das waren satte 60 Minuten mit
klugen Momenten, mit nachdenklichen Momenten, mit unterhaltenden Elementen und auch mit viel Gefühl. Die Stipendiaten und die Ehrengäste der ersten Reihe, die bitte ich jetzt noch auf die Bühne für ein kleines Gruppenfoto, das muss noch sein. Für alle anderen fehlt natürlich für ein schönes 70-jähriges Jubiläum nur noch der Moment des Anstoßens mit einem Sektglas. Und das bekommen Sie jetzt in der Lunchpause. Oben im Obergeschoss, da kommen Sie hin über die Fahrstühle und über die Treppe. Ich wünsche Ihnen allen noch einen heiteren Tag und bedanke mich sehr herzlich, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Danke schön.